Freunde, es ist wieder soweit. Wir sitzen hier an Heiligabend. Und ich dachte, ich beschere euch etwas, indem ich euch eine neue Folge Tomodachi Afterlife baller. Und wie immer habe ich ab und an mal in das Spiel reingeguckt und auf den Moment gewartet, dass dort ein Herz kommt. Oh ja, bei Diddy. Aber chillt. In der letzten Folge haben wir klar gesehen, dass es einige Diskrepanzen zwischen Lena und Diddy gab und die Dates nicht so gut liefen. Und Pedobär jetzt wieder versucht, meine Freundin zu klären. Also entweder Diddy trennt sich jetzt von Lena oder wir erreichen schon am Anfang der Folge unser großes Ziel. Scheiße, Mann, ich habe ehrlich richtig Angst. Wir sollten uns echt nicht auf die Folter spannen. Aber erstmal ein bisschen Geld ansammeln. Fucking Pedocat. Ekelhaft. Vielleicht sollten wir auch noch schnell shoppen gehen. Frohe Weihnacht. Oh, das ist Loki richtig heiß. Ich liebe es, wenn Frauen sowas tragen. Und Kerle. Was? Was macht Pedobär da hinten einfach? Er quatscht so richtig mit diesem Wikinger. Gekauft. Schöne Feiertage. Ach, jetzt Jack ist erst. Der gratuliert ja auch. Hier ist ja alles voll weihnachtlich geschmückt und so. Wie süß, wie schön halt. Ich hab's davor einfach gar nicht gecheckt beim Klamottenladen. Truthahn! Nur heute. Gehört in manchen Gegenden zu Weihnachten wie anderswo ein Tannenbaum. Stimmt, wir müssen unbedingt hässlich dem Diddy einen geilen Truthahn geben. Ich meine, es ist Weihnachten. Kommt schon, Leute. Pedobär und der Wikinger immer noch? Digga, seit wann sind... Ach, das ist Santa Claus! Das ist gar nicht der Wikinger! Oh mein Gott! Was hat Pedobär mit Santa Claus vor? Ah, ich bekomme dieses Jahr keine Geschenke, oder? Hey! Das müssen wir eigentlich auch noch kaufen. Für Diddy. Männertreff. Diddy und Vic? Okay, vielleicht können wir jetzt schon rausfinden, was das Herz zu bedeuten hat. In letzter Zeit spiele ich nur noch die lindgrünen Mangos. Was? Ich wünschte, es würde mal was Spannendes passieren. Das glaube ich dir, Victor, jetzt in deiner YouTube-Pause. Wie werde ich wohl größer? Oh Mann, Diddy immer noch mit seinen scheiß Doubts. Das hatten wir letztens erst im Basketball-Video, wo ich über meine Kleinheit gesprochen habe. Okay, das kann ich mir nicht länger mit anhören. Wisst ihr was? Genug auf die Folter gespannt. Finden wir heraus, was es mit dem Herz auf sich hat. Oh shit, jetzt ist es soweit. Hoffentlich richtig. Hoffentlich keine Trennung. Bitte keine Trennung. Bitte sag, unser Ziel wird endlich erfüllt. Sag endlich, dass du und Lena heiraten. Ich werde dich nicht in Ruhe lassen. Bevor wir jetzt herausfinden, was Sache ist, brauchen wir ein wenig weihnachtliche Atmosphäre. Oh yeah. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Ja, und dort wirst du mit Lena als Mann und Frau Weihnachten verbringen. Oh, ich hab so Angst. Ich möchte Lena ja, einen Antrag machen. Endlich. Ist das eine gute Idee? Fick dich, Pedobär. Du kriegst gar nicht mehr die Chance, dazwischen zu funken. Diddy hat's bestimmt gecheckt, als er beim letzten Mal gesehen hat, dass Pedobär versucht, Lena wieder zu klären. Er denkt sich so, jetzt mach ich einen Deckel drauf. Nur zu. Welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der beste? Okay, wir dürfen jetzt echt nicht verkacken. Wisst ihr, was scheiß drauf? Ich nehme einfach das, was ich am persönlich schönsten finden würde. Feuerwerk. Das ist das Sollte Schönste. Ich mich vorher umziehen? Ja, umziehen! Erinnert ihr euch, was wir letzte Folge gemacht haben? Junge, die King-Krone. 1000 Euro! Ich kauf zwei. Wenn Lena und ich heiraten sollen, dann bitte als König und Königin. Wo ist die Mütze? Hä? Wir haben doch eine Königskrone gekauft. Wo ist die Königskrone? Hä? Die Königskrone ist weg. Die war so teuer. Fick dich, dann eben das. Ich weiß nicht, wer uns die fucking Krone geklaut hat. Aber ist okay. Gib mir Bescheid, wenn Lena an mich denkt. Werde ich tun. Okay, jetzt heißt es alles. Ich habe echt die Angst. Let's do it. Sollen wir uns hier hinsetzen? Das ist das, worauf wir alle gewartet haben. Das ist das ultimative Ziel der ganzen Serie gewesen. Von Anfang an. Und jetzt ist es soweit. Wenn ich das verkacke, dann weine ich wirklich. Santa Claus? Ja, okay, es ist Weihnachten. Es ist fair, dass ihr an Santa Claus denkt. Ah, nice. Ist das nicht wunderschön? Sagt jetzt so nein. Oh ja. Okay, besser ist es. Erstmal ein bisschen an Fisch denken. Wahrscheinlich, weil ich nach Fisch denke, oder? Aber du bist oder? Noch viel schöner. Ja, der scheiß Schleimer. Hoffentlich mag sie das. Hihi, danke für das Kompliment. Dieses Hihi klingt so nach Lena. Lena sagt wirklich immer Hihi. Egal, was du sie fragst. Was ist der Sinn des Lebens? Sie ist nur so Hihi. Leerer Magen? Ja, sie ist ja nicht viel. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Digga, schaffen wir das First Try ohne einmal zu verkacken? Was gibt es denn? Okay, komm schon, Diddy. Denk an Diddy! Was ist das überhaupt? Das sieht so ekelhaft aus, Digga, Lena. Okay, wieder an Santa ist. Okay, wir haben ja Weihnachten, wie gesagt. Zack! Möchtest du mich heiraten? Sag ja. Sag ja. Sag ja. Bitte sag ja. Warum zögert sie so lange? Warum zögert sie so lange? Digga, es hat noch nie so lange gedauert. Aber ja, natürlich möchte ich. Okay, ja. Ja! Applaus! Oh mein Gott! Ja! Es ist soweit! Endlich! Das ist direkt am Anfang der Folge. Was zum Fick? Es ist alles richtig gut gelaufen. Boah, an Weihnachten geheiratet. Einfach am 24. ist der Hochzeitstag. Das ist ja voll wild. Und ein Reisegutschein. Let's go! Jetzt können wir auch noch Diddy und Lena auf eine Reise schicken. Das ist ja übel geil. Und ganz bestimmt nicht Ryan und fucking Zero Suit. Ein Urlaub, um Zero Suit besser kennenzulernen. Das wäre toll. Dann mal auf zur Hochzeitsfeier. Oh shit, es ist soweit. Ich brauche Wasser. Warte, ich muss mich eigentlich gebürdig anziehen. Gebürdig. Gebürden? Warte, ich zieh mich kurz an. Ein paar Sekunden später.
Na Leute, sehe ich sexy aus? Was? Das dreckig hier auf der Seite. What the flip? Oh shit, es ist soweit. Ich habe nie ein Hemd an. Unironisch. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ich mit dem Hemd aussehe. Also jetzt gerade schon, weil ihr versteht, was ich meine. Es ist wunderschön! Oh mein Gott, das wird... Ey, wir haben fast dasselbe an. Er hat auch ein schwarzes Hemd an. Oder Jaco oder Saris oder Jackett. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Yo, Giga steht sogar. Ashley, mein Dad, natürlich. Sogar der Weihnachtsmann ist da. Und das Pärchen Zero und Conan. Auch wenn Zero eine kleine Hure ist, zumindest sind sie als Pärchen da. Ey, es war ja schon wild, als wir zusammengekommen sind, also Lena und ich in dem Game. Aber jetzt ist es so gut wie safe. Hoffe ich. Nach Tahiti? Palmen am Strand, die Blätter im Wind wehend. So unglaublich tropisch. Oh, da wäre ich jetzt auch echt gerne, weil das Wetter gerade in Deutschland... Könnte geiler sein. Ka-ching! Oh mein Gott, endlich. Und Lena hat natürlich die Augen zu. Komm schon, Lena. Hör auf zu blinzeln. Hör auf, ein Mensch zu sein. Lass uns ein Foto machen. Ja, Mann, unbedingt. Bitte keiner blinzeln. Perfekt. Bitte sieh weiter nach uns, auch wenn wir jetzt verheiratet sind. Oh, endlich. Sollen wir die Folge nicht lieber jetzt hier schon beenden? Nicht, dass jetzt doch irgendwas schief geht oder so, oder Pedro uns dazwischen kommt. Was Pedro sich jetzt denken muss. Hello. Ich bin echt gut gelaunt im Augenblick. Ja, wäre auch schlecht, wenn nicht. Ehefrau, da oben steht es schwarz auf bunt. Ich muss dieses Scheißding ausziehen. Wie krieg ich das? What the fuck? Wenn ich das jetzt ziehe... Irgendwann später. Der war gut, das Hemd. Vorsichtig. Du kannst ja Silvester anziehen. So, machen wir mal weiter. Ja, guckt euch die beiden an. Endlich! Wisst ihr noch ganz damals, da saß Pedobär und sie dort. Jetzt hören wir uns mal an, was Pedobär dazu zu sagen hat. Wir haben uns den ganzen Monat nicht gesehen. Ebenbild von Diddy. Gott sei Dank! Er hat sogar ein Problem. Bist du ein Problem, dass du dich von Ashley getrennt hast, um mir eins auszuwischen und jetzt alles scheiße ist für dich? Hey, weißt du, ich bräuchte ganz dringend 9,80 €. Gibst du mir Kredit? Nein. Verstanden. Dann muss ich mir wohl selbst irgendwie helfen. Richtig. Denn was auch immer er mit den 89 vorhat, ist nichts Gutes für uns. Unser nächstes Ziel ist es immerhin, dass Lena und Diddy ein Kind bekommen und wir damit Tomodachi Life durchgespielt haben. Wir haben die Scheidung beide gewollt. Also tat sie nicht allzu weh. Wem laberst du was zu, Alter? Ashley hat das überhaupt nicht gewollt. Du wolltest das, um mir eins auszuwischen. Das ist so der dickste Cap, den ich jemals gehört habe, Alter. Komm, lass mich in Ruhe, Bro. Und er macht sich direkt an Caro ran. Oh, sorry, Caro. Arme Caro, Alter. Apropos Ashley, wir sollten sie vielleicht mal aufmuntern. Peter sagt so, ja, wir wollten das beide. Es ist legit ein Monat her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Sie trauert immer noch Peter nach. Peter ist schon lange darüber hinweg. Die glücklichen Zeiten werden wohl nie zurückkehren. Immerhin ist die Besties mit Conan. Hör, was geht jetzt ab? Conan können sie aufmuntern, aber Conan ist ja mit Zero Suit zusammen. Die dumme Schlampe, Zero Suit. Ja, damn! Oh Gott, Digga, was zum Teufel? Ashley, ich könnte dich so vernaschen. Ashley ist minderjährig. Digga, was ist das für eine Katze? Ich hab schon nie gesehen. Versuch doch. Oh, 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 shit. Hahaha. Wie er aus, das ist sad. Jetzt hast du mich. Das macht mich gerade irgendwie richtig traurig. Ich krieg dich. Ja, als ob ich jetzt die Tränen in den Augen bekomme. Oh, das ist schon übel sad. Digga, die hatten sogar schon ein Weihnachten zusammen. Ich weiß noch nicht wann und wie, aber okay. Hey, den muss ich dir erzählen. Es gibt Dinge im Leben, die verstehe ich einfach nicht. Das ist schon fast lustig. Digga, warum ist das so traurig? Warum passiert das gerade überhaupt? Entschuldige, ich habe gerade nicht zugehört. Siehste? Genau das ist das Problem. Er war am Plotten, wie er mich ficken kann. Deswegen hat er nicht zugehört. Nein. Und sie spielte dann von dem Punkt an alleine. Weil er nicht mehr für sie da war, weil er wieder am Plotten war, um mir eins auszuwischen. Das ist unironisch traurig gerade. Ich finde, das nimmt mich unironisch mit, ne? Mich versetzt mich auch immer zu sehr rein. Nein. Sad. Können wir uns alle darauf einigen, dass die Aussage, dass beide damit cool sind, von Pedobär dicker Cap war? Wir müssen ihr helfen. Wir müssen sie von der Traurigkeit des Pedobär befreien. Diesen teuren Truthahn wollte ich eigentlich Diddy geben. Ich meine, es ist Weihnachten, aber Ashley verdient ihn viel mehr. Hoffentlich muntert er sie auch. Es ist schließlich Weihnachten. Hey! Hier, Ashley, damit siehst du süß aus. Yeah! Cool!
Guck mal, wie cute das ist. Ja, Mann, natürlich gefällt dir das. Komm, wir kaufen mir sogar mal eine neue Wohnung, Alter. Sie muss wieder glücklich werden. Wisst ihr was? Wir geben ihr Wolkenkratzer. Sie ist immer die Präsidententochter. Das macht irgendwie schon Sinn. Das war der Zug. Gut, dann lebt sie ab jetzt wohl in einem Zug. Hey, ist aber auch cool. Jetzt kann sie nach draußen gucken und sich ablenken, ne? Die schöne Szenerie genießen und so. Au, das hat richtig was bewirken können. Nicht mehr viel. Geburden! Habt ihr gesehen? Let's Play Markus hat wieder mit fucking Tomodachi Life angefangen. Das ist so geil, Digga. Ich liebe Let's Play Markus und ich liebe seine Tomodachi Life, Digga. Was ein wunderschöner Gesang. Okay, ist sie wieder glücklich? Come on. Yes! Endlich! Let's go! Nach einem ganzen Monat. Es geht mir schon wieder viel besser. Boah, das war das Traurigste, was ich jemals in Tomodachi Life gesehen habe. Wirklich sogar. Aber eine Sache ist noch offen. Was will der gute Conan von uns? Und warum ist er immer noch traurig? Ach ja, wegen dem Streit mit Zero Suit. Und er hat sich ja beim letzten Mal nicht mit Zero Suit vertragen können. Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Du bist ja auch seit einem Monat nicht wahrscheinlich durchgehend mit Zero Suit am Streiten. Aber logisch! Zero Suit ist immer mit fucking Ryan am Flirten. Wer weiß, vielleicht sogar rummachen. Du hast echt was Besseres verdient. Guck mal, er ist sogar Besties mit Ashley. Du solltest lieber mit Ashley zusammenkommen. Real Talk. Was ich möchte mich von Zero so trennen. Ja! Ja! Natürlich macht das! Ich werde mit Zero so oh, sprechen. Endlich! Conan erkennt seinen eigenen Wert. Endlich erkennt Conan seinen eigenen Wert. Ich ersticke in dieser Beziehung. Wir müssen uns trennen. Hell yeah. Zero Suit ist so eine Ho, Digga. Die verdient nichts anderes als diese Trennung. Ich hätte gedacht, Zero Suit trennt sich von Conan. Aber endlich wird Zero Suit mal gebumst. Also damit meine ich nicht von Ryan, sondern emotional. Ich bin wieder frei. Ja, du bist frei, Baby. Und du bist genauso traurig wie vorher. Ah, jetzt müssen wir uns auch noch um ihn kümmern. Da ist die Krone, hä? Warum konnten wir gerade ihm die Krone nicht auswählen? What the fuck? Wisst ihr was, Leute? Ganz im Ernst, Conan ist ein King. Ich weiß, es wäre 1000 Euro teuer, aber es ist mir verfickt nochmal egal. Conan braucht das jetzt, okay? Ja, so bin ich. Die war auch für Diddy gedacht. Aber weißt ihr was? Für einen guten Freund wie Conan kann man das auch mal springen lassen. Boom. Natürlich gefällt sie ihm. Ich meine, holy shit, die war 1000 Euro teuer. Es geht mir schon wieder viel besser. Das ist schön. So will ich das sehen, Conan. So will ich das sehen, mein Junge. Ich hab Langeweile. Ist nicht irgendwo was Interessantes los? Ey, ja, weil er will direkt Bitches klären gehen. Oh, Zero Suit ist traurig. Fast so traurig wie Conan, als du ihn die ganze Zeit mit Ryan gefühlt betrogen hast, hä? Frauentreff? Lena? Oh, jetzt hören wir mal. Was hält sie von Diddy? Es ist Fakt, dass Pedo Cat in letzter Zeit echt heiß aussieht. Oder nicht? Da halten alle die Fresse alle so. Was? Ich glaube, ich habe ein wenig zugelegt. Ha, Diddy fühlt sich zu klein, Lena fühlt sich zu fett. Die beiden passen wie die Faust aufs Auge. Beide insecure wie Scheiße. Ist es möglich, dass Luigi und Zero Suit einmal ein Paar werden? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich weiß ja nicht. Wie kommst du auf Luigi? What the fuck? Sie ist doch mit Ryan die ganze Zeit am Chillen, Alter. Und Ryan versucht sie doch zu klären. Auch wenn Ryan gerade am Arbeiten ist. Aber das ist mir gerade egal. Wisst ihr was? Ryan? Komm mal her, Bruder. Wir reden jetzt, okay? Freundschaftsanfrage? Welche Bitch willst du dir jetzt klären? Ich glaube, eine Beziehung würde Luigi gut tun. Nein! Wie nein! Wie wär's denn mit dir so gut? Hold up. Erstens, funny, dass Leder das anscheinend mitbekommen hat in dieser, ne, ihr wisst schon, dieser Kaffeehalle. Zweitens, kann es sein, dass er nie Zero Suit klären wollte, sondern nur für seinen Kumpel Luigi bereitgestanden hat? Auf Wingman-Basis? Das habe ich nicht erwartet. Gute Idee, schätze ich. Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Also erstmal, krass, sorry Ryan, ich habe dich falsch eingeschätzt. Dicke Entschuldigung, geht raus, du bist doch ein Ehrenmann. Wie Luigi aussieht, Alter, wie sieht der aus, was zum Fick? Andererseits, Zero Suit ist immer in einer Beziehung, immer steht irgendjemand auf sie. Aber abwarten. Vielleicht gönnt sie Resort ja auch gar nicht. Okay, jetzt der Moment. Danke. Ich habe den Tag sehr genossen. Und? Gönnt sie? Das geht mir genauso. Dir auch vielen Dank. Oh. Oh. Sie kamen nicht so gut miteinander klar. Vielleicht ist sie auch noch ein bisschen aufgewühlt wegen Conan. Aber ich meine, spricht ja für sie, schätze ich. Vielleicht ist sie doch gar nicht so eine Ho, wie ich dachte. Auf einmal sind alle korrekt. Also außer Pedobär. Pedobär muss erstmal jetzt richtig verkraften, dass diese Hochzeit stattgefunden hat. Alter, ist das funny. Na gut, dann geht die heutige Folge doch wahrscheinlich zu Ende. Wir schauen nochmal, was bei Diddy und Lena abgeht. Heute war eine sehr starke... Leute, ist das gut oder schlecht? Warum Lena... Upsi-dupsi. Upsi-dupsi. Es geht ab, Lena. Was ist jetzt los? Das sieht gut aus, oder? Hoffe ich. Ich hätte gern ein Kind gemeinsam mit Diddy. Es ist schon soweit. Es ist schon soweit. Boah, die Hochzeitsnacht wird wild. Let's go. Klingt ja, super. Ja, finde ich auch. Es wirkt so, als würde sich dieses Projekt tatsächlich langsam dem ultimativen, endgültigen Ende nähern. Und genau deswegen seid gespannt auf die nächste... Hat's gerade geklingelt? Wer könnte das denn sein?